Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Gesprächsfolge über neue Sachbücher, die wir hier mit dem Kulturamt der Stadt Frankfurt veranstalten. Heute kommt unser Gast aus Leipzig, wo er Professor für Germanistik ist. Aber wir haben ihn eigentlich nicht eingeladen, weil er Professor für Germanistik ist, sondern weil er ein sehr viel diskutiertes Buch geschrieben hat über die fortwährende, könnte man sagen, deutsche Teilung. Das Buch heißt Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, und ich begrüße Herrn Oschmann sehr herzlich. Schönen guten Tag, Herr Kauber. Fangen wir mal kurz mit Ihrer Biografie an, weil das spielt, glaube ich, eine Rolle für das Buch. Sie sind 1967 in Gotha geboren, haben dann in Jena Literaturwissenschaften begonnen zu studieren, und zwar 1986 und bis 1993 dort studiert. Das heißt, Sie haben über die Wendezeit hinweg studiert, waren danach einige Zeit in den Vereinigten Staaten, sind zurückgekommen und haben sich habilitiert und sind jetzt seit einiger Zeit Professor für deutsche Literatur in Leipzig. Ihre Spezialgebiete, wenn man das so sagen darf, die Promotion drehte sich um Siegfried Krakauer, stellt eine gewisse Verbindung zur Frankfurter Zeitung her, der er ja als Feuilleton-Redakteur eine Zeit angehörte, haben dann über Schiller und über Kafka und eigentlich so ein klassisches Programm neuerer deutscher Literaturgeschichte hinter sich gebracht oder erforscht. Und nun haben sie vor kurzem ein Buch geschrieben, das auf einem kleinen Text gründet, der bei uns im Feuilleton der FAZ erschienen ist. Und dieses Buch hat Furore gemacht. Es ist viel diskutiert. Wir haben gerade im Vorgespräch, habe ich Sie gefragt, ob Sie eigentlich noch zu Ihrer Forschung kommen. Und Sie haben das nur so eingeschränkt bejaht. Sie haben viele Auftritte, es gibt sehr viele Interviews. Es ist sehr diskutiert worden. Es gab krasse Gegenstimmen. Und es gibt auch Erwiderungen auf diese Gegenstimmen in dem Buch, wie es jetzt vor uns liegt. Es ist ein schmales Buch, man kann es also sehr bequem lesen. Also wer schnell liest, kann es an einem Vormittag lesen. Und es hat eine sehr klare und prägnante These, die im Untertitel schon angedeutet ist. Der Osten ist eine westdeutsche Erfindung. Und man muss dazu sagen, zu der These gehört, es ist eine Erfindung zu Lasten des Ostens oder der ostdeutschen Bevölkerung. Erzählen Sie mal, wie ist das Argument? Das Argument ist eigentlich, dass es den Osten, so wie er im öffentlichen Diskurs verhandelt wird, nicht gibt, sondern dass der Osten, den es im öffentlichen Diskurs gibt, vor allen Dingen gibt, weil in einer bestimmten Art und Weise vom Westen darüber geredet wird, weil es sozusagen eine ganze Reihe von Zuschreibungen gibt, eine ganze Reihe von Konstruktionen, sprachlichen Konstruktionen, von Imaginationen, von Bildern und Fremdbildern. Und nach meiner Überlegung hängt das damit zusammen, dass der Osten 1989-90 ja durchaus anerkannt hat, dass er, so wie das damals hieß, beitritt zur Bundesrepublik Deutschland. Und der Osten hat ein scharfes Bewusstsein dafür gehabt, dass es heißt, sich zu transformieren, sich zu verändern, sich anzupassen, vielleicht auch aufzuholen und nachzuholen in ganz vielen Hinsichten. Das war akzeptiert, das war selbstverständlich und das wurde ja auch gemacht. Man hat damals ja durchaus vermutet, der Prozess der Angleichung würde vielleicht nur 3 bis 5 Jahre dauern. Das war im Rückblick doch leicht zu optimistisch, würde ich sagen. Und das Gegenproblem oder das Gegenüber, das heißt, der Westen hat gedacht, weil ja der Osten beitritt, muss der Westen sich gar nicht ändern, sondern der Westen kann einfach Westen bleiben, so wie er das bisher ja gewesen ist. Und er hat dann aber eben entsprechend die Bilder vom Osten auch nicht mitverändert. Er hat selber gleich geblieben und er hat die gleichen Bilder weitergetragen, während der Osten natürlich im Zuge dieses Transformationsprozesses auch seine Bilder vom Westen, auch in so einer Art Ernüchterungskur, hat verändern müssen und war auch bereit, das zu verändern. Das ist auch in Ordnung. Das anerkennt gleichzeitig, dass natürlich auch der Osten seine Bilder vom Westen hat und hatte. Ganz klar, aber die haben sich eben geändert, während die Bilder vom Westen über den Osten doch vielfach ihre Wurzeln in der Zeit vor 1989 haben,
Bilder, die auf Konstruktionen des Kalten Kriegs zurückgehen und die weit zurückreichen, teilweise bis in die 50er Jahre, also bis in die Anfänge des Kalten Krieges. Man kann das ja auch immer mal wieder bei Schriftstellern sehen, schon ganz früh etwa bei Uwe Jonsson, wie groß die Entfremdungsprozesse schon in den 50er Jahren waren. Man kann das jetzt auch in dem neuen Roman von Christoph Hein sehen, Unterm Staub der Zeit, der das thematisiert. Es ist also etwas, was lange nachwirkt und was bis heute eben die Wahrnehmung des Ostens durch den Westen prägt. Und das ist, glaube ich, die Kernüberlegung dahinter. Was gehört zu diesem Bild, dass sich die Leute im Westen, sage ich jetzt mal sehr pauschal, die Medien, die Funktionäre der westdeutschen Bevölkerung vom Osten machen? Was ist das für ein Bild? Also es sind eigentlich zwei Sachen. Einerseits würde ich sagen, ist Teil des Problems, dass der Osten immer als Block wahrgenommen wird und nicht in seiner Heterogenität. Der Osten wird immer als homogenes Gebilde wahrgenommen, das nicht in sich unterschieden ist, so wie man ja sagen würde, München ist was anderes als Gelsenkirchen oder als Bottrop beispielsweise. Und im Westen gesteht man sich das auch gegenseitig zu, in dieser Heterogenität wahrgenommen zu werden. Dem Osten gesteht man das aber nicht zu, vielfältig zu sein, vielstimmig zu sein, in sich verschieden zu sein, regional, aber auch im Blick auf die Mentalitäten, im Blick auf die unterschiedlichen landesgeschichtlichen Entwicklungen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also diese Homogenität trägt wesentlich zu dieser Art von Zuschreibung bei. Und dann gibt es einfach eingeführte Bilder, nämlich dass der Osten immer hinterherhinkt. Das ist zum Beispiel eine Metapher, die im öffentlichen Diskurs immer wieder vorkommt, ob das in den Nachrichten ist oder auch in den Reden der Politiker. Der Osten wird immer noch als das wahrgenommen, das in irgendeiner Weise zurückgeblieben ist, das defizitär ist, das nicht der Norm entspricht. Das ist ja auch eine der Thesen, dass ich sage, der Westen begreift sich konstant als Norm und den Osten eben konstant als Abweichung. Und die Schwierigkeit besteht darin, dass sich der Abstand nicht verringert hat über die letzten 30 Jahre. Der Osten hat also jede Menge Anstrengungen unternommen, um Westen zu werden und wird aber vom Westen gleichzeitig immer wieder daran erinnert, doch zurückgeblieben zu sein und den Abstand nicht verringern zu können. Und dann kann man natürlich so einzelne Facetten dieser Bilder benennen, nämlich dass der Osten faul ist, dass der ungebildet ist, rechtsextrem, dass er dumm ist, dass er hässlich ist, dass er schmutzig ist. Da kommen natürlich auch andere Vorstellungsbilder, die es schon im 19. Jahrhundert vom Osten gegeben hat, mit hinzu. Es ist also ein lang anhaltender Diskurs über den Osten, nicht im Sinne des deutschen Ostens, sondern im Sinne des Westens, der den Osten als das Unkultivierte und Barbarische eigentlich wahrnimmt. Und das spielt da ganz stark mit hinein und das prägt die Bilder vom Osten und insbesondere vom Osten Deutschlands bis heute. Und es ist übrigens etwas, ich habe letzte Woche mit einer Gruppe von Soziologen aus Polen gesprochen, das ist etwas, was die Polen selber im innereuropäischen Diskurs auch so wahrnehmen. Nämlich, dass sie von Frankreich und Brüssel und Deutschland aus immer als die wahrgenommen werden, die sich anpassen müssen, die aufhören müssen und die im Grunde noch nicht so richtig kultiviert sind. Das ist also ein Ostdiskurs, der auch auf anderen Ebenen sich spiegelt. Das ist ja ganz richtig, wie Sie sagen, sowohl auf innerdeutscher Ebene wie auf innereuropäischer Ebene, dass wir, wie Sie sagen, Normvorstellungen haben, wie Gesetze zu sein haben, welche Gesetze es geben muss, welche Institutionen. Und das wird dann zum Beispiel den Ländern, die den EU-Beitritt gewünscht haben, die werden dann daraufhin getestet, ob sie das alles auch erfüllen. Und manchmal natürlich über die Empirie hinweg. Wir haben das sogar in der Griechenland-Krise gespürt, dass es dann auf einmal hieß, die haben ja gar keine Katasterämter. Wo man sich als naiver Bürger wunderte, dass das erst da festgestellt wurde und nicht, die Griechen sind ja schon, ich weiß nicht, ein Vierteljahrhundert in der EU. Das war dann der Anlass, das zur Kenntnis zu nehmen und so natürlich auch mit Bulgaren und Rumänen und wahrscheinlich dann irgendwann auch mit der Ukraine. Und so ist ja in der Tat, da würde ich Ihnen ganz folgen, die Wiedervereinigung auch zu beschreiben. Die Wiedervereinigung ging davon aus, dass im Westen es mehr oder weniger alles okay ist und also kann es für den Osten nur gut sein, wenn man das alles rüber kopiert. Ja? Und das stimmte zum Teil war es aber wahrscheinlich auch ein bisschen hochnäsig oder hat eben auch an lokalen Empirien vorbeigeschaut. Ich meine, wir haben eine Währungsreform dem Osten verordnet, die für die Konsumenten okay war, weil eine Ostmark war natürlich
wahrscheinlich doch etwas weniger wert als eine Westmark oder als eine halbe Westmark. Aber man hat halt auch die Schulden aufgewertet. Und auf einmal standen alle DDR-Betriebe mit einem riesigen Schuldenberg, den sie nicht überlebt haben. Dann musste die Treuhand kommen. Jetzt ist das ja zum Beispiel etwas, wo wir sagen können, seid tapfer, so war es, wir kriegen das nicht zurück, wir können das nicht, wir können diese Fehler im engeren Sinne nicht zurückholen. Wo sehen Sie denn sozusagen moralisch oder intellektuell anklagbare Punkte, wo man sagt, das müsste wirklich nicht sein, das könnte man ändern, das würde dem Abbau der Vorurteile dienen? Und damit verbunden die Frage, warum glauben Sie, hängen die Westdeutschen so stark an diesen Vorurteilen? Einerseits sicher aus Unkenntnis, aus Unerfahrenheit. Es ist nachweislich so, dass ungefähr 20% der Westdeutschen noch nie im Osten waren. Ja, das ist ein sicher wichtiger Punkt, dass man, das weiß ich umgekehrt nicht, ja. Das gebe ich zu, aber ich zumindest kenne niemanden, der noch nie im Westen war. Ja. Und zwar nicht nur in meiner Generation, sondern gerade auch in den Älteren. Ich denke, die Schwierigkeit besteht in der Art, oder Sie haben ja danach gefragt, was kann man ändern, wenn man jetzt sagt, gut, das ist eben so, wie es ist und man kann das jetzt nicht im Nachhinein in irgendeiner Weise korrigieren. Aber was man doch korrigieren kann, ist die eigene Wahrnehmung im Blick auf den Osten, dass man eben zum Beispiel dem Osten die Heterogenität zugesteht, die er ja tatsächlich hat. Und das ist ja übrigens auch für mich eine interessante Erfahrung, wie der Osten sich in Auseinandersetzung mit dem Buch selber in seiner ganzen Heterogenität begegnet. Ja, das ist generationell verschieden, das ist milieuspezifisch verschieden, das ist natürlich auch im Blick auf die verschiedenen Herkünfte ganz verschieden. Also generationell würde ich sagen, die kritischen Stimmen zum Buch kommen eher aus den Milieus, die nach 1980 geboren wurden, während die Älteren, die also die Transformationserfahrungen schon bei lebendigem Leibe erfahren und beobachtet haben oder mitvollzogen haben, dass sie eher den Thesen des Buches zustimmen. Also um dahin zurückzukehren, der wichtige Punkt wäre, dass der Westen die Heterogenität des Ostens auch im öffentlichen Diskurs anerkennt und dass er nicht einfach sagt, ist ja Osten und zwar egal, ob das nun Sonneberg ist oder Leipzig oder Rostock oder Potsdam, sondern das sind ganz verschiedene Bereiche, so wie man das ja umgekehrt im Westen auch für sich in Anspruch nimmt und wie das im Westen auch zugestanden wird. Und man gesteht ja auch allen anderen Gruppen diese Heterogenität zu und man gesteht allen anderen Gruppen eine faire und angemessene und respektvolle Art des Umgangs zu, nur dem Osten nicht. Und daran ließe sich quasi sofort etwas ändern, wenn man es denn wollte. Es gibt Beispiele, dass das passiert, wo ich sagen würde, der Diskurs fängt an, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie notwendig es ist, darauf zu achten. Und das sind manchmal nur so ganz kleine Dinge, die aber doch zu einer anderen Form des Umgangs führen, zu einer anderen Form der Anerkennung erstmal dieser Unterschiedlichkeit, der unterschiedlichen Voraussetzungen und eben der Heterogenität. Ich will vielleicht zwei Beispiele geben, die jeweils erst kürzlich zu beobachten waren. Die Atomreaktoren sind ja abgeschaltet worden. Und da gab es eine Meldung im Deutschlandfunk, dass also der erste Atomreaktor in München 1960 in der Nähe von Garching ans Netz gegangen ist. Aber es wurde eben auch gesagt, dass in der DDR 1966 der erste Atomreaktor in Lubmin ans Netz gegangen ist. Und das war für mich schon so eine Art diskursive Revolution, dass es nämlich überhaupt erwähnt wurde, dass es hier doch einen zweiten Geschichtsverlauf gibt innerhalb dieses geteilten Deutschlands. Und das finde ich aber ganz wichtig, sozusagen dieses Gedächtnis der Menschen im Osten auch mit sozusagen anzuerkennen und auch lebendig zu erhalten, dass sie nicht den Eindruck haben, ihre Geschichte geht sozusagen im öffentlichen Diskurs verloren oder kommt überhaupt nicht vor. Oder ein zweites Beispiel auch wieder aus dem Deutschlandfunk, die einen Bericht gemacht haben über Neonazis in Chemnitz. Nun könnte man sagen, gut, das ist das, was wir kennen, aber sie haben eben zur gleichen Zeit in derselben Sendung auch über Neonazis in Dortmund berichtet und was es für enge Verbindungen zwischen den Nazis in Dortmund und in Chemnitz gibt, dass sie da so eine Art Austausch haben mit Know-how, mit Logistik, mit Geld und anderem mehr, wie die gegenseitig sich in den Strukturen stützen. Und das finde ich wichtig, einfach um Bewusstsein dafür zu schaffen, dass nicht der Osten allein immer für alle Probleme verantwortlich ist,
ist oder dass nicht da die Probleme sich besonders verdichten, sondern dass wir es mit gesamtdeutschen Problemlagen zu tun haben. Das wären, glaube ich, Formen des Diskurses, die zu einer anderen Form der Anerkennung und auch der öffentlichen Gerechtigkeit im Osten gegenüber maximal beitragen würden und wo die Leute schon einfach das Gefühl hätten, jetzt kommen wir doch vor, ja, wo wir doch bisher nicht so richtig vorgekommen sind, es sei denn als Abweichung von der Norm. Im Grunde sagen Sie also, es liegt so eine Art historischer Schatten auf dem Osten, der einerseits verdeckt, wie unterschiedlich das Leben auch im Osten ist, und andererseits verdeckt, wie ähnlich es auch dem Leben im Westen ist in vielen Dimensionen. Denn die Probleme Stadt-Land oder Rechtsextremismus oder was man so aufzählen kann an Beschwerden, die man so führen mag, das findet sich ja in beiden Teilen des Landes. Ich denke, die Vorstellung einer Welt, in der größere Mengen an Bürgern keinerlei Vorurteile übereinander haben, die ist, glaube ich, illusionär. Die gibt es ja auch zwischen Unterfranken und Oberfranken, also auf sehr kleinem Raum. Und wenn man jetzt, das wäre mal eine interessante statistische Untersuchung, wie viel Niederbayern waren denn schon mal in Schleswig-Holstein, da würde man vielleicht auch nicht auf spektakuläre Zahlen kommen. Aber da scheint das nicht so eine, da hat das so einen, eher so einen folkloristischen Touch, das Vorurteil, während Sie ja sagen, das Vorurteil in Bezug auf den Osten ist immer mit einer gewissen Aggressivität oder einer gewissen Herablassung verbunden. Jetzt haben Sie gesagt, man könnte das sofort ändern, indem man einfach nicht so töricht redet über die anderen. Und das ist natürlich auch ein, wie soll man sagen, damit adressieren Sie natürlich auch die Medien, die ja, wenn man so will, die breiteste Rede führen im Land. Andere Punkte in Ihrem Buch sind ja zum Beispiel, ich wusste davon gar nichts, dass es ein Gesetz gibt, das eigentlich die Bundesregierung dazu anhält, wenn sie Bundesinstitutionen neu gründet, irgendwelche Bundesämter für, weiß ich nicht, was wir da alles haben, dass sie dann eigentlich gehalten ist, zumindest schwerpunktmäßig oder überwiegend die im Osten anzusiedeln. Und Sie haben die Zahl, dass in einem bestimmten Zeitraum, seit der Wende, seit 1992, sechs solche Ämter gegründet worden sind im Osten, aber nach der Logik des Gesetzes eigentlich 20 hätten, 25 sogar. Oder 25 hätten gegründet werden müssen. Kann man dagegen klagen? Ob man dagegen klagen kann, weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen, aber es gibt ja immer mal wieder auch Geschichten, die diese Problematik untermauern. Leipzig sollte vor ein paar Jahren, ich glaube 2019, 2020, das sogenannte Forum Recht bekommen und hätte dafür, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 750.000 Euro vom Bund bekommen sollen. Dann gab es eine Intervention von Karlsruhe, dass sie das Forum Recht haben wollen. Und dann hat der Bundestag gesagt, gut, dann geben wir das eben nach Karlsruhe. Und Leipzig wäre leer ausgegangen. Und Leipzig hat dann interveniert dagegen. Und man hat dann das geteilt und hat dann aber Karlsruhe mehr Geld gegeben. Wir haben über 400 Millionen Euro bekommen und Leipzig, glaube ich, nur, aber 350 Millionen Euro. Und natürlich ist das eins der vielen Beispiele, wo der Osten das Gefühl hat, jetzt doch wieder ausgebotet worden zu sein, obwohl es einen Bundestagsbeschluss gab, dass das Forum Recht nach Leipzig zu gehen hat. Ja, und dann gab es eben eine Intervention dagegen und Karlsruhe ist dann erfolgreich daraus hervorgegangen, wenn es auch nicht alleine Standort geworden ist. Aber das sind Dinge, die sozusagen in ihrer Häufung, das kann mal vorkommen natürlich, ja, ist ganz klar, das wird auch in anderen Zusammenhängen vorkommen, aber es ist eben die Grunderfahrung, dass der Osten das Nachsehen hat, weil er natürlich auch nicht so eine starke Lobby hat, weil er vielleicht auch infrastrukturell nicht so stark ist, aber das gibt ja dann Zusammenhänge. Er ist infrastrukturell nicht so stark, weil bestimmte Entscheidungen immer auf dieser Linie getroffen werden, beispielsweise, sodass sich das Problem einfach fortsetzt. Das ist Teil der Schwierigkeit, glaube ich. Und solche Beispiele gibt es ganz viele. Und die Interventionsmöglichkeiten, beispielsweise durch Klage, sind, glaube ich, gering. Das müsste man mal Juristen fragen, ob da eine Möglichkeit besteht, dass man dagegen klagen kann. Aber wer soll dann klagen? Wenn eklatant gegen ein Gesetz, naja, die Geschädigten können klagen.
Wir müssen uns ja klar machen, dass wir über eine jetzt in einer Situation sind, wo ein Großteil dessen, was wir als Osten bezeichnen, nach 1989 auf die Welt gekommen ist. Oder jedenfalls, wie Sie es in einer schönen Formulierung in Ihrem Buch sagen, sich nicht mehr an die DDR erinnern kann, weil sie drei oder vier Jahre alt waren. Das würde es ja ausschließen, als Erklärung für das Ganze so eine Art Kommunismusunterstellung zu formulieren, zu sagen, die sind... Das wird aber nach wie vor gemacht, ja. Dass die irgendwie diktaturgeschädigt sein sollen. Ja. Und auch die Kinder, die nach 1990 geboren wurden, sind diktaturgeschädigt aufgrund der Erzählungen der Eltern und der Großeltern und durch die ganze Sozialisationsform. Das kann man ja immer wieder im öffentlichen Diskurs beobachten, dass die mit in Haft genommen werden. Ja, das schiene mir... unplausibel, dass man sagt, wer jetzt 1990 in Erfurt geboren ist, ist qua Großeltern ein von Walter Ulbricht betroffenes Subjekt oder so. Da würde man ja sagen, nein, wer 1990 in Erfurt geboren ist, der hat, ich weiß nicht, die Konsumgesellschaft kennengelernt, die Gesellschaft des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und so weiter und so fort. Also eine Schule, in der zumindest offen nicht mehr Sozialismus gepredigt wurde, nehme ich mal an. Und insofern eigentlich eine Sozialisation durchlaufen, die vielleicht als einzige Eigentümlichkeit hat, dass der Schock von 1989 eben noch da war, dass eventuell also einen höheren Anteilen der Bevölkerung Arbeitslosigkeit in der Familie eine erlebte Tatsache war. Sie schreiben, glaube ich, an einer Stelle sogar, die Selbstmordrate war recht hoch, sodass es also viele Familien gibt, die von einem Fall in ihrer Familie berichten könnten. Vielleicht ein kurzer Satz dazu. Also die DDR selber hatte eine der höchsten Selbstmordraten. Ja. Das ist ja nachweislich so gewesen. Und ich habe das selber in meinem unmittelbaren Umfeld erlebt, dass sich in fast allen Häusern um das Haus meiner Eltern herum Leute in den 80er Jahren das Leben genommen haben. Also bevor die Mauer gefallen ist. Vor der Wende, ja. Und dann gab es aber aus anderen Gründen doch auch viele Selbstmorde danach, weil Familien zerbrochen sind, weil Lebensgrundlagen weggebrochen sind und anderes mehr. Das hat aber dann andere Begründungen. Also das wäre, wenn man so will, eine Eigentümlichkeit, die auch noch die nach oder während der Wendezeit Geborenen betreffen könnte. Aber mir persönlich fiel es außer einer lokalen und geografischen Zuordnung schwer, von jemandem zu sagen, das ist jetzt ein Ossi, weil was wäre nach 1989 außer diesem Umstand des Schocks, der Arbeitslosigkeit, des Abrufs von Biografien, ja, dann der Aufarbeitung, ja, also ich weiß nicht, wie groß das Personal der Staatssicherheit war, aber es war ja nicht wirklich gering. Auch das ist ja nur noch ein zusätzlicher Knick in der Biografie, dass man praktisch dafür bestraft wird, für eine etwas zweifelhafte Tätigkeit zuvor, was ja im Westen durchaus nicht so geschehen ist mit den nationalsozialistischen Eliten. Das ist ja ein großer Unterschied. Da hat man ja gesagt, wir brauchen die Leute, schwamm drüber, so, more or less, ja. So, natürlich gab es auch Auschwitz-Prozesse und solche Dinge, aber mit dem Spitzenpersonal, dem politischen Spitzenpersonal und dem geheimdienstlichen Spitzenpersonal der DDR ist etwas schärfer umgegangen worden mit Nichteinstellungserlassen und solchen Dingen. Denken Sie denn, wenn Sie sagen, der Osten ist eine westdeutsche Erfindung, denken Sie denn, die gegenwärtig in Jena und Leipzig und in den Dörfern drumherum lebenden Leute identifizieren sich selbst mit dem Osten? Also nehmen die diese westdeutsche Erfindung irgendwie hin? Oder wie reagiert der Osten darauf, dass der Westen ihn erfunden hat? Auch heterogen, würde ich sagen. Auch generationsspezifisch heterogen. Eine Reaktionsform der Jüngeren zum Beispiel ist, das habe ich ja jetzt auch stärker wahrgenommen in den letzten Monaten,
dass sie sich eigene Plattformen und Netzwerke gegründet haben. Es gibt die Plattform Dritte Generation Ost beispielsweise, und es gibt, das sind also Leute, die tatsächlich keine eigene DDR-Erfahrung mehr haben. Die haben sich, glaube ich, 2010 oder 2011 gegründet. Und es gibt noch eine andere Plattform, die relativ prominent ist, die heißt Wir sind der Osten. Die versuchen also sehr viel stärker mit Selbstbewusstsein, mit diesem Problem der Asymmetrie umzugehen. Und die sagen dann, gut, dann sind wir eben der Osten und wir machen jetzt was draus. Ja, wir lassen sozusagen uns von dieser Zuschreibung nicht paralysieren und von den ganzen negativen Konnotationen, die damit einhergehen, sondern wir wenden das produktiv, wir vernetzen uns, wir gründen eigene Kulturforen und anderes mehr, kulturelle Institutionen und anderes. Und da gibt es einen ganz lebendigen Diskurs innerhalb dieser Generation, die deshalb auch irritiert waren, dass ich so gar nicht darauf eingegangen bin im Buch. Deshalb haben die mich auch relativ scharf kritisiert, aber eben auch, weil sie anders damit umgehen. Bei den Älteren ist es durchaus so, dass hier eher der Modus ist, so ist es eben und wir nehmen das hin, und da wird das oder wurde das vielfach geschluckt. Ich hatte auf einer Lesung dann eine Reaktion von einer Frau, die vielleicht ein bisschen älter war als ich, vielleicht 5, 6 Jahre, das heißt so Anfang 60, die gefragt hat, warum haben wir das mit uns machen lassen? Also warum haben wir das so lange eigentlich hingenommen, diese Art des öffentlichen Redens? Und diese Art des öffentlichen Redens und vor allen Dingen des abfälligen und herabwürdigenden Redens hat ja, glaube ich, seit 2015 wieder zugenommen, also im Rahmen der sogenannten Flüchtlingskrise, dass man den Unterschied wieder stärker wahrgenommen hat. Wobei ich sagen würde, im Osten selber hat sich schon so um 2010 das Bewusstsein herausgebildet, dass sich der Abstand zum Westen nicht verringert, egal wie man sich anstrengt. Man hat sich also unglaublich transformiert, man hat vieles auf die Beine zu stellen versucht, und trotzdem ist man immer weiter als die Abweichung von der Norm wahrgenommen worden, und das hat sich nach 2015 oder durch 2015 und die folgenden Krisen verschärft. Es zeigt sich ganz deutlich in der Reaktion auf die Energiekrise, es zeigt sich ganz deutlich in der unterschiedlichen Wahrnehmung des Kriegs, mit dem Russland die Ukraine überzieht. Ja, das ist, glaube ich, das dramatischste Beispiel, auch der dramatischste Unterschied in der Perspektive auf diesen Krieg. Und die Frage ist sozusagen für jeden Einzelnen, aber auch für den Osten insgesamt, wie man damit umgeht. Aber die allgemeine Wahrnehmung ist ja, wir sind an diese Art des Redens über den Osten gewöhnt, so ist es eben. Und das Buch hat jetzt irgendwie doch durchaus dazu beigetragen, dass man sich fragt, muss es denn so sein und soll es weiterhin so sein? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass die Leute sich beispielsweise auch, da habe ich auch viele Rückmeldungen dazu bekommen, doch ermutigt fühlen, beispielsweise eben ihre Herkunft nicht mehr zu beschweigen oder zu verschweigen, wie das etwa auch Angela Merkel gemacht hat. Sie hat es ja in ihrer letzten Rede angesprochen, dass sie das nie zum Thema eigens gemacht hat, sondern erst in ihrer allerletzten Rede macht, weil sie um die Form der Benachteiligung wusste, die daraus hervorgehen können, oder um die Form der Stigmatisierung. Auch Katrin Göring-Eckardt hat jetzt auf ihrer Homepage einen Text stehen, in dem es genau darum geht, nämlich, dass sie das im Wesentlichen beschwiegen hat, weil sie um die Form der Stigmatisierung wusste und weiß. Und ich habe in meiner Generation und in der Generation der Älteren das vielfach gemerkt. Man hat das nicht eigens verschwiegen, aber man hat es auch nicht zum Thema gemacht oder hat es nicht offensiv zum Thema gemacht, weil man eben wusste, welche Nachteile daraus erwachsen können. Und das scheint sich etwas zu ändern. Wenn ich das etwas scharf formulieren müsste, dann würde ich sagen, das hat ja was Pathologisches. Und wenn man Leuten 30 Jahre erzählt, dass sie nichts taugen, dass sie faul sind und hässlich, was soll da herauskommen, wenn nicht ein pathologisches Subjekt? Ja, und es ist ja auch bizarr ein bisschen, dass man irgendwie so eine Geschichte erzählt, die eigentlich dem von Ihnen herbeizitierten Beitritt ja irgendwie auch widerspricht. Denn der Anfangsimpuls war ja, das ist auch Deutschland. So, und die sind irgendwie verschuldet, unverschuldet, wie das immer in der Geschichte ist. Man ist ja immer ein bisschen schuld und ein bisschen kann man auch nichts dafür, weil man es gar nicht ändern kann. Sind die in diese, kann man jetzt sagen, Tyrannei, Diktatur, wie immer, repressives System
gekommen, das eben nicht nur repressiv war, sondern auch wirtschaftlich nicht besonders erfolgreich. So, und jetzt hat es sich politisch durch eine Art Wunder, muss man ja sagen, also man kann ja die Leute mit Handschlag begrüßen, die das vorausgesehen haben, hat sich das schnell und rapide geändert. Wird heute noch darum gestritten, gerade auch unter ehemaligen DDR-Bürgern, was eigentlich der Grund war. Waren es eher die Widerstandskreise und die kirchlichen und die runden Tische oder so, die späteren? Oder war es einfach das Bedürfnis, auch mal nach Mallorca zu fahren, das den Druck ausgeübt hat? Aber ganz egal, wie man in dieser Frage entscheidet, war es ja gewollt. Von beiden Seiten war es gewollt und unter dem Stichwort, das sind auch Deutsche, was ja auch schwer zu bestreiten ist, auch wenn es nicht ganz klar ist, was das eigentlich heißen soll, dass es auch Deutsche waren. Insofern ist es aber pathologisch, wenn man dann danach sagt, ja, irgendwie sind das auch Deutsche, aber nicht so ganz, nicht so richtig, nicht so, dass das... Und sagen wir mal so, in den Beschreibungen Ihres Buches war ich am meisten darüber erstaunt, dass das offenkundig nicht nur so ein Stammtisch, so eine Stammtischsache ist. Da reden ja die Schleswig-Holsteiner auch schlecht über die Baden-Württemberger oder die Württemberger insbesondere. Das muss man hinnehmen und ja, das gehört zum Leben dazu, solche Jokes. Aber dass das dann auch so strukturelle Folgen hat. Sie zählen das auf, dass es praktisch kaum einen Leistungsbereich der modernen Gesellschaft der Deutschen gibt, in dem irgendwie Leute ostdeutscher Herkunft irgendeine bedeutende Rolle spielen. Ich habe einen gefunden. Es gibt derzeit 3 Bundesliga-Trainer von Erstligamannschaften, die aus dem Osten kommen. Das entspricht ziemlich exakt dem Anteil der ostdeutschen Herkunft zustünde von der Menge der Bevölkerung. Also Köln, Leipzig und Augsburg, oder? Köln, Leipzig und Augsburg, genau. Ich wusste zunächst gar nicht, dass ein Herr, der Enrico Maaßen heißt, ostdeutscher Herkunft ist, aber so kurzschlüssig ist man eben, dass man dann denkt, der muss doch ein Italiener sein oder ein Halbitaliener. Ja, aber das ist schon der einzige Bereich, in dem man irgendwie nennenswerte Spitzenkräfte findet. Wie erklären Sie jetzt das? Denn eigentlich hat doch eine Bank oder ein Rundfunksender oder eine Zeitung oder eine Hotelkette keinen Anlass, jemanden nicht nach oben durchzuwinken, wenn die Person gut ist. Wie erklären Sie sich das, dass es selbst auf dieser Ebene nicht mal, also Sie haben so Zahlen, dass Sie dann sagen, ja, 1% kommen aus der DDR aus dem Osten, aber 1% ist viel zu wenig, wenn man den Bevölkerungsanteil zugrunde legen würde. Also die Erklärung ist ganz klar im Elitenwechsel nach 1990 zu suchen, aus meiner Sicht, für viele Bereiche. Es war ja in vielen Zusammenhängen sehr notwendig, ja, das ist ganz klar. Beispielsweise eben auch an den Universitäten, dass man natürlich nicht mehr von Leuten ausgebildet werden wollte und sollte, die vielleicht für die Stadtsicherheit gearbeitet haben, die vielleicht auch ideologisch verbohrt waren, die vielleicht auch dem DDR-System zu nahe gestanden haben, aus unterschiedlichen Gründen. Wir hatten zum Beispiel in Jena einen Professor für Literaturgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, der sich über Jahre hinweg geweigert hat, das kritische Lexikon der Literatur der Gegenwart anzuschaffen, mit der Begründung, das sei bürgerliche Literaturwissenschaft. So etwas zum Beispiel. Das klingt im Nachhinein anekdotisch, war es aber der Sache nach natürlich nicht, in dieser Art von Vorenthaltung von Wissen. Aber hier ist vielfach sehr rigide verfahren worden. Und zwar, Sie haben es schon angesprochen, viel rigider als nach 1945. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, hier sind ganz viele Leute aus ihren Ämtern entfernt worden und sind natürlich dann mit Professoren, das waren ja fast alles Männer, dann aus dem Westen besetzt worden an den Universitäten. Und der Effekt, also das war sozusagen bis zu einem bestimmten Punkt auf jeden Fall notwendig und richtig, würde ich auch sagen. Aber es hat eben eine ganze Reihe von negativen Langzeiteffekten produziert.
weil die natürlich ihre eigenen Assistenten mitgebracht haben und sich dann aus sich selber rekrutiert haben. Man hat es dann bei den verschiedenen Berufungswellen gesehen, als die 2010, 2012 zu großen Teilen in Ruhestand gegangen sind. Wenn ich jetzt mal an den Universitäten bleibe, dann sind die Mitte der 90er Jahre oder bis Mitte der 90er Jahre Berufenen sind da in Ruhestand gegangen und nachgerückt sind aber im Wesentlichen wieder Leute aus dem Westen. Und das hat was damit zu tun, dass eben auch an den Ostuniversitäten dann im Grunde kein Nachwuchs produziert wurde, der auf diese Positionen hätte einrücken können. Ja, unter anderem, weil die Professoren, die gekommen sind, Anfang der 90er ja ihre Assistenten alle mitgebracht haben. Und die haben dann promoviert und habilitiert. Und ich war in Jena lange Zeit an der Philosophischen Fakultät der Einzige, der eine Habilitationsstelle hatte und der aus dem Osten kam. Deshalb konnte ich überhaupt Professor werden, weil ich die Chance bekommen habe, mich auszubilden auf dieser Ebene. Und die anderen haben die Chance eben nicht bekommen. Deshalb gibt es da ganz wenige. Und das betrifft übrigens alle Fachbereiche, die Naturwissenschaften vielleicht ein bisschen weniger, aber es betrifft alle Fachbereiche. So nämlich, dass die, und das kennt man ja auch aus anderen Zusammenhängen, dass die Eliten sich aus ihren eigenen Netzwerken rekrutieren. Und das sind nun mal westdeutsche Netzwerke, auch an Ostuniversitäten. Und wir reden hier noch gar nicht von Westuniversitäten. Ja, eine von 108 Universitäten wird derzeit von einer Ostdeutschen geleitet und es ist nicht die Universität Heidelberg, ja, sondern es ist die BTU Cottbus. Das ist also ein signifikantes Zeichen dafür, dass es hier eine extreme Unterrepräsentanz gibt. Und es gab ja auch schon Briefe von Studentinnen an ihre Zeitung, in denen das moniert wurde, dass es kaum ostdeutsche Professoren und Professorinnen gibt und dass damit die Role Models fehlen, damit man sich vorstellen kann, selber mal sich für diese Positionen zu qualifizieren. Ja, und man wird ja auch, weiß nicht, ein Effekt davon ist ja, dass man auch auf die Identität noch mehr festgeklopft wird. Nämlich, denn normalerweise würde man ja sagen, in der von uns allen erwünschten idealen Welt, da würde es ja keine Rolle spielen, ob jemand in Cottbus 1985 geboren ist oder in Erlangen 1985, sondern würde man einfach sagen, kann ich die Person mal sehen, was hat die denn geschrieben, taugt das etwas? Und dann ist es auch eigentlich auch egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist, oder ob, ja, dann ist die Hautfarbe, es gibt ja keine, jetzt in Ihrem Fall, ostdeutsche Germanistik. Also ich hätte jedenfalls Schwierigkeiten, mir ostdeutsche Wahrheiten vorzustellen oder westdeutsche Wahrheiten. Da mag es Felder geben, wo man sagt, ja, da wird die Anlaufphase etwas länger sein, Jurisprudenz zum Beispiel. Ja, natürlich musste, wenn es einen Beitritt gibt, mussten das erstmal westdeutsche Juristen sein, weil die ostdeutschen Juristen ja natürlich die Gesetze gar nicht drauf hatten, sage ich mal etwas salopp. Genau, also es gab eine bestimmte Notwendigkeit, also ja. Es gab einen Sachzwang, das so zu machen. Aber die zweite Generation, das ist natürlich dann hart, wenn man dann sagt, man wird, wie heißt das in der Bibel, man wird für die Sünden der Väter bestraft, also in gewisser Weise. Und das führt dann dazu, dass man sich auf einmal eventuell als Ostdeutsche vorkommt, obwohl man es in diesem Bereich des Lebens gar nicht ist. Man kann ja keinen ostdeutschen Aufsatz über Kafka schreiben. Ich habe mich auch lange Zeit, über Jahrzehnte, mit dem Problem überhaupt nicht befasst. Ja, also ich habe das weggewischt, weil ich gedacht habe, das ist jetzt egal, darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, die eigene Arbeit zu machen. Und das ist dann erst im Vorfeld der Jubiläen 2019, 2020, weil ich mehrfach auch zu dem Thema befragt worden bin, für mich wichtig geworden oder wichtiger, mich damit auseinanderzusetzen und stärker darauf zu blicken. Aber bis dahin habe ich mein Leben eigentlich für ein ganz normales Leben gehalten. Wie ist das? Das ist so ein Seitenpfad, den Sie im Buch bestenfalls streifen. Wie ist das mit der Mobilität? Ich meine, die Mauer ist gebaut worden, damit die Eliten nicht weglaufen. Die Ärzte, die Ingenieure, die, weiß ich nicht, die Architekten und so, die eben annehmen durften, dass sie im Westen einen Arbeitsplatz bekommen und sich dann all die schönen Sachen kaufen können, die es im Westen eben gab und im Osten eben nicht so. Und deswegen ist die Mauer gebaut worden. Und als die Mauer aufging, würde ich jetzt naiv sagen, wird sich ein Teil dieser Mobilität dann abgespielt haben. Denn dann konnte man ja weggehen. Charakterisiert das ein bisschen die Lage im Osten auch, dass praktisch Lehrstellen dann vom Westen aus aufgefüllt wurden mit Privatdozenten, mit Zahnärzten, mit Anwälten, die irgendein Motiv hatten, ihr Glück im Osten zu suchen?
Das wird schon in Teilen so sein. Also es hat ja mehrere Mobilitätsschübe gegeben, wenn man das so sagen will. Einmal den großen Schub bis 1961, bis zum Mauerbau. Deshalb ist ja die Mauer gebaut worden, wobei man auch nicht vergessen darf, wie viel Leute und wie viel Kapital und wie viel Braindrain in Richtung Russland bzw. Sowjetunion stattgefunden hat, unter anderem im Zuge der Zahlung der Reparationen. Der Osten hat ja nachweislich sehr viel mehr an Reparationen gezahlt. Wenn man Wikipedia folgt, das 130-fache pro Kopf. Stalin hat ja Firmen abbauen lassen. Im Osten hat auch Infrastruktur abbauen lassen. Ganz viele Strecken im Osten waren eingleisig, weil Stalin das zweite Gleis hat abmontieren lassen, um so die Reparationen durchzusetzen. Und er hat eben auch jede Menge qualifiziertes Personal mitgenommen in die Sowjetunion oder einfach abholen lassen, damit die das dort wieder aufbauen. Dann gab es den großen Exodus Richtung Westen. Der hat sich ja dann verlangsamt, aber bis 89 weiter fortgesetzt. Und dann sind nach 89 wohl 3,5 bis 4 Millionen Leute aus dem Osten in den Westen gegangen oder ins Ausland im Sinne dieser extremen Mobilität. Das war natürlich eine besondere Gruppe. So ist es. Das waren die, die Selbstvertrauen hatten und genau. Auch bereit waren, die Heimat zu verlassen. Also die fehlen in gewisser Weise. Genau, die fehlen. Der Soziologe Steffen Mau spricht deshalb auch im Blick auf den Osten von einer nach unten zusammengestauchten Gesellschaft. Das heißt, es sind also vielfach die gut ausgebildeten akademischen Leute weggegangen, entweder in die Bundesrepublik, also in den Westen oder ins Ausland dann. Und ich hatte selber überlegt, 92, 93 war in den USA, ich hatte mehrere Angebote zur Promotion, auch dort zu bleiben. Ja, also ich habe dann auch überlegt, mache ich das oder mache ich das nicht, bin dann aus privaten Gründen zurückgekehrt. Aber das hat natürlich wesentlichen Einfluss auf die Zusammensetzung der Gesellschaft, auch auf die Kraft der Gesellschaft, auf die Power, auf die Energie, auf die Kreativität derer, die da waren. Und natürlich haben viele Leute, die im Osten geblieben sind, erstmal ihr Leben neu organisieren müssen. Und zwar in gewissermaßen jeder Hinsicht. Ja, ob das nun die Krankenkasse ist oder die Steuer oder die Verdienstmöglichkeiten. Es sind viele Familien zerbrochen. Manche haben die Lebensgrundlagen verloren. Sie haben die Häuser verloren. Sie haben die Wohnungen verloren. Es gab eine riesige Arbeitslosigkeit. Ich kenne das auch aus meiner eigenen Familie. Meine Mutter war eine Weile arbeitslos, weil die Firma einfach dicht machen musste. Das heißt, man musste sich erstmal komplett neu organisieren und hatte deshalb auch vielleicht wenig Kraft und Zeit, um sich beispielsweise bürgerschaftlich oder politisch selber zu engagieren. Und das sind ja auch Schwierigkeiten im Blick auf die Langzeitwirkung, nämlich dass da das zivilgesellschaftliche oder auch politische Engagement fehlt. Zumal man ja sagen muss, jetzt nicht im Sinne einer paternalistischen Mitleidsgeste, aber man war es ja auch nicht gewohnt. Man war es nicht gewohnt, ja. Das war ja ein Aspekt der dieser Partei, Einparteienherrschaft, den Leuten das zivilgesellschaftliche Engagement auszutreiben. Ich bin nicht mal sicher, ob der Begriff überhaupt toleriert worden wäre. Nein, ganz sicher nicht. Ja. Nein, das gab es nicht. Ja. Sondern das wurde ja alles staatlich angeleitet oder geleitet oder in staatliche Formen gebracht. Die interessante Frage ist jetzt nur wirklich, also ja. Das wiederholt sich ein bisschen, wir sind ja jetzt 40 Jahre danach. Ja. Und man sollte denken, eigentlich 40 Jahre, das ist ja mehr als eine Generation, wenn man so einen statistischen Generationenbegriff verwenden will. Das ist ja eine Menge Zeit, um das irgendwie aufzuholen. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, das gibt's gar nicht. Das wäre wahrscheinlich wieder eine sehr pauschale Beschreibung der neuen Bundesländer, wie es so heißt. Dass es dort keine Zivilgesellschaft gibt, das gibt es bestimmt. Aber interessant ist, dass es trotzdem nicht zu einer Art Akzeptanz oder zu einer Art Wohlwollen. Das Wohlwollen erstreckt sich lange Zeit auf die Zahlung, würde man sagen. Das würde ja auch jetzt jeder Gegner Ihres Buches würde ja auch sagen, na also hör mal, was wollt ihr denn? Wir haben jetzt Solidarzuschlag und ihr habt diese ganzen schönen Autobahnen, auf denen keine Autos fahren, aber die sehr perfekt sind. Ihr seid überall angebunden. Das hat zum Teil dafür zum Wegzug geführt, ja, dass man, wenn man von Rostock kommt, man inzwischen relativ schnell nach Hamburg. Mhm. Das war vor 30 Jahren anders. Also ist es, das Wohlwollen hat sich stark in, vielleicht ist das nicht untypisch für die Deutschen, in so Wirtschaftsdimensionen abgespielt. Aber darüber hinaus gibt es eigentlich dieses bürgerliche Wohlwollen diesseits der Wirtschaft, das vermissen Sie, das klagen Sie ein bisschen ein in Ihrem Buch. Also vielleicht zwei Sachen.
einerseits ist schon die Wortprägung Solidarzuschlag natürlich irreführend, weil auch im Osten der Solidaritätszuschlag gezahlt worden ist und bis heute gezahlt wird. Und es hätte einfach Einheitssteuer heißen sollen, obwohl man ja niemals solche Wörter prägt aus politischer Sicht, weil Steuer immer schlecht klingt. Aber es wäre ehrlicher gewesen. Weggebundene Steuern so ein bisschen ein Irrtum im System sind. Ja. Genau, aber Solidaritätszuschlag suggeriert ja, nur eine Seite hätte gezahlt. Ja. Ja, also der Osten hat ganz genauso Solidaritätszuschlag gezahlt. Er hat ein bisschen weniger gezahlt, weil es weniger Leute sind und weil sie auch nicht so vermögend sind. Das muss man oder nicht so hohe Einkommen haben. Sie, aber anteilsmäßig hat er ja. Prozentuell war es dasselbe. Es ist, Das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich, das hat mir mal ein Wirtschaftsmathematiker erklärt, dass man nicht vergessen darf, dass eben durch diesen Wegzug vieler Leute auch die Wirtschaftskraft im Westen ja gewachsen ist. Ja, also dass man das in die Rechnung im Grunde mit hineinnehmen müsste, die 3,5. Dann war es eine Art Ausgleichszahlung. Ja, und dann würde ich auch sagen, die Rechnung beginnt nicht 1990, sondern beginnt 1933. Ja, da würde ich schon sagen, der Osten ist doch ganz anderes fürs Dritte Reich bestraft worden als der Westen. Der Westen hat den Marshallplan bekommen, der hat die Westintegration bekommen und die Re-Education. Der Osten hat doch ganz anders die Verbrechen des Dritten Reichs ausgebadet, indem er dem Sowjetreich zugeschlagen wurde und indem er eine Diktatur bekommen hat, wovon man sagen muss, die meisten Leute wollten das auf jeden Fall nicht haben. Das hat man ja schon am 17. Juni 1953 gesehen, dass man das nicht haben wollte. Und dieser Aufstand ist brutal niedergeschlagen worden. Es gab jetzt auch nochmal eine Erinnerung an diesen Tag oder an diese Zusammenhänge und welche Verbrechen da begangen worden sind von natürlich der Nomenklatura der DDR, aber doch unter tatkräftiger Unterstützung der Sowjetunion, also damals noch Stalins. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Und dass 1989 das anders ausgehen konnte, hängt auch damit zusammen, dass Gorbatschow gesagt hat, er greift nicht ein, wenn irgendwas ist. Das ist auch etwas. Sie haben ja vorhin gefragt, wer war eigentlich zuständig? Gorbatschow war auf jeden Fall ein wichtiger Faktor in dem Zusammenhang, weil er eben gesagt hat, die Sowjetunion würde anders als 1968 bei den Tschechen oder 56 in Ungarn oder 53 in der DDR nicht eingreifen. Und das hat sich dann auch beim Militär der DDR rumgesprochen. Ich erinnere den Tag, als die Mauer fiel und als wir über die Mauer stiegen in einer Art verrückter Geste eigentlich da nachts. Und dann standen ja da überall diese DDR-Soldaten und hatten irgendwie ein Gewehr in der Hand. Ja, und dann passierte nichts. Die taten eben nichts, was eigentlich ungewöhnlich ist für diese Situation. Das heißt, man darf annehmen, die hatten einen relativ strengen Befehl, nichts zu tun. Ja. Denn ja. Ich glaube, der normale militärische Reflex, wenn jemand die Grenze verletzt, ist einfach zu schießen. Ja. Erstmal in die Luft und dann vielleicht auch nicht mehr in die Luft. Ja, vor allem, wenn dann mehrere kommen. Ja, das waren ich will jetzt nicht, das waren Tausende. Mhm. Ja? Also würde ich sagen, aus der dunklen Erinnerung. Ja. Das Zweite, was ich auf Ihre Frage vielleicht noch antworten will, es gibt ein Buch von einer Autorin, Juliane Stückrath heißt sie, Die Unmutigen und die Mutigen. Und die hat als Ethnologin mal tatsächlich das neue Anwachsen zivilgesellschaftlichen Engagements im Osten untersucht, in ganz verschiedenen Zusammenhängen. Ein Problem ist ja auch gewesen, nicht nur, dass viele Firmen bankrott gegangen sind oder von der Treuhand verkauft wurden oder übernommen wurden oder geschlossen wurden, sondern dass sozusagen die Gesellschaft der DDR sich ja vielfach auch über die Betriebe organisiert hat, über Sportvereine, über Feuerwehr und so weiter. Und das ist ja alles mit zusammengebrochen, sodass erstmal neue Strukturen geschaffen werden müssen über Sportvereine, Feuerwehren und anderes mehr. Und die beschreibt sozusagen das Anwachsen dieses Engagements in verschiedenen Zusammenhängen, teilweise im Erzgebirge, teilweise im Thüringen, teilweise im Raum zwischen Berlin und Dresden. Und wie wichtig es ist, dass da nachhaltige Strukturen entstehen, gerade vor dem Hintergrund, dass das auch Gegenden sind, in denen die Abwanderung immer noch eine große Rolle spielt. Ja, sodass sich auch das Altersgefüge sehr verändert. Ich glaube, die Stadt Suhl ist die älteste Stadt in Thüringen, in Südthüringen, ist die älteste Stadt in Deutschland mit einem Durchschnittsalter von 56 Jahren. Und in Sonneberg gibt es übrigens auch so eine hohe Abwanderung. Ja, dass also die Leute das Gefühl haben, die jungen Leute gehen weg, weil sie hier keine Perspektive haben. Dann gründet sich natürlich auch nichts Nachhaltiges. Und dann entsteht der Eindruck, es ist eigentlich kein Ort, an dem Zukunft irgendwie in Aussicht steht. Das ist Teil des Problems, glaube ich. Und jetzt haben wir eine Rückkopplungsschleife. Weil das so ist, hat man den Eindruck, kann die AfD das bewirtschaften,
Das war in den Stimmen, die man im Radio hörte über Sonneberg, ganz deutlich zu vernehmen, dass das eine demografische Komponente hat. Und wenn die AfD das bewirtschaftet und auf irgendwelchen fantastischen Prozentzahlen kommt, dann heißt es im Westen wieder, ah, schaut mal, der Osten. Ja. Ein bisschen verkennend, was Sie ja völlig zu Recht schreiben, dass die AfD eine komplett westdeutsche Gründung erst einmal ist. Ja. Selbst der Herr Höcke kommt nicht aus Erfurt, sondern aus irgendwie, ich weiß nicht, aus dem Münsterland. Aus Unna. Ja. Der Herr Kubitschek mit seinem Gehöft da in Schnellroda ist ein Bodenseebewohner. Ravensburg. Ja. Aber es wird trotzdem überproportional auf das Konto einer ostdeutschen Bevölkerung, die irgendwie offenbar nicht ganz klar im Kopf ist, geschrieben. Ja, ja. Wie kann man das durchbrechen? Außer jetzt das Erste, was Sie schon gesagt haben, ist, man soll einfach vernünftiger reden, wenn es um diese Dinge geht. Ja, man könnte es zum Beispiel, also man soll es gar nicht in irgendeiner Weise bagatellisieren, aber man soll es auch nicht verzerren. Und dazu würde zumindest schon gehören, dass man das als gesamtdeutsches Problem wahrnimmt. Ja, es gibt ja auch in Baden-Württemberg und in Niedersachsen beispielsweise zweistellige Prozentzahlen für die AfD. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und es gab ja jetzt auch, das gehört ja auch mit in diesen ganzen Diskurs, diese neue Studie zum Rechtsextremismus in Ostdeutschland von den beiden Leipziger Soziologen Prähler und Decker, die aber dann eben nur den Osten untersucht haben. Und das ging ja dann auch in der Presse sofort wieder hoch her, dass im Grunde ja doch die Behauptung, der Osten sei rechtsextrem, stimmt. Ja, und es wurde teilweise auch als Widerlegung meines eigenen Buches aufgefasst. Aber was gern vergessen wurde, ist, dass die Studie ja durchaus auch Kritik erfahren hat. Es haben bestimmte Antwortkategorien gefehlt in den Multiple-Choice-Fragen, zum Beispiel ich weiß nicht oder keine Antwort. Und die mittleren Antworten sind alle auf die negative Seite gezogen worden. Es gibt auch bestimmte Statistiken, die zum Beispiel eben nicht mit durch die öffentliche Presse gegangen sind, wie beispielsweise die Frage im Osten, wie hoch ist die Zustimmung zur Demokratie insgesamt? Und die liegt nach der Umfrage bei über 90%. Es gab eine weitere Frage, wie hoch ist die Zustimmung zur Demokratie im Rahmen des Grundgesetzes? Da lag die Zustimmung immer noch bei über 70%. Und die dritte Frage war, wie hoch ist die Zustimmung zur Demokratie, so wie sie tagtäglich erfahren wird? Und dann lag sie nur noch bei 40%. Ja, das, und Prähler und Decker. Da würde ich auch für den Westen nicht garantieren. Und die beiden Autoren haben darauf hingewiesen, dass wenn es im Westen sozioökonomische Strukturen gibt, die analog sind zu denen im Osten, dann sind die Wahlergebnisse bzw. die Zustimmungswerte identisch. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, um zu sehen, es unterscheidet sich gar nicht so groß. Auch Steffen Mau, der Soziologe, hat darauf hingewiesen, dass in den Wertentscheidungen Ost und West in vielen Hinsichten ähnlich sind. Das differiert minimal, aber es gibt so etwas wie eine Radikalisierung der Ränder. Ja, und das ist ja ein wesentlicher Faktor in dem Zusammenhang. Aber das, was ich gerade referiert habe, wird in der Presse eben nicht thematisiert, sondern es wird wieder genau dieser eine Punkt herausgegriffen, dass man dann sagen kann, ja, das haben wir ja schon immer gewusst. Ja, und das ist fatal, weil das auch ablenkt davon, dass das Rechtsextremismusproblem natürlich im Westen genauso vorhanden ist und dass es nur als Gesamtdeutsches verhandelt werden kann, gerade vor dem Hintergrund, dass eben bis auf Chrupalla die gesamte AfD-Spitze aus dem Westen kommt. Also, nicht so viel Stammtischgerede übereinander oder jedenfalls kontrollierteres. Die Berichterstattung sollte sich aufklären in dieser Hinsicht. Wir hatten auch den Punkt, dass vielleicht an den ostdeutschen Universitäten doch auch mehr Eigenausbildung stattfinden sollte, dass man das irgendwie fördern sollte. Man könnte jetzt die Frage führen, dafür haben wir jetzt nicht mehr die Zeit, wo die denn dann sind, wenn sie nicht in den Spitzenpositionen sind. Das wäre ja auch eine interessante Frage. Und vielleicht, wenn ich mir überlege, 1985 geboren, 15, dann sind die jetzt 38. Das könnte schon so dieses Professorenalter sein, so in der Gegend 38 bis 45 wird man es, glaube ich, wenn man es überhaupt wird. Aber nicht in den Geisteswissenschaften. Da dauert es noch länger. Das ist interessant, woran das eigentlich liegt. Aber das wäre sicherlich auch ein Beitrag, wenn man stärker auf so eine Art Selbstrekrutierung setzen würde, dann hätten wir ja doch vier Punkte, was man an der Malaise, die Sie sehr eindrucksvoll, sehr polemisch, sehr
wie soll ich sagen, pointiert beschreiben. Aber das ist ja vielleicht 40 Jahre nach der Wiedervereinigung, mehr als 40 Jahre, ist das ja vielleicht auch angemessen, dass man es mal knapp und zum Punkt formuliert und die anderen ein bisschen ärgert damit. das kann ich durchaus, da würde ich ihr Vergnügen, sofern es das gibt, daran würde ich durchaus teilen, dass man sagt, wenn man aus einer Diskussion rausgeht, wo sich keiner geärgert hat, dann war es vielleicht gar keine. Mhm. Insofern, ja, darf ich mich sehr bei Ihnen bedanken. Ich danke Ihnen. Und Ihnen mit Ihrem Buch weiterhin viel Vergnügen wünschen. Dankeschön. Vielen Dank.